Dadakar, Usali Shwada, Hachauha, Salwa. So, tiefe Wunden abgeschlossen und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Borelli, dieses Leuchtfeuer. Okay, dann setzen wir da einen Wegpunkt hin und dann geht's los. So, das Tanzmenü zu öffnen. So, weiter geht die Reise. Unsere Reise durch Oros. Neue Fähigkeiten freigeschaltet sogar. Ja, leider kein Fähigkeitspunkt. So, ich mach das jetzt lieber mit dem... So, das war hier oben. Ist hier oben irgendwas? Nee, ne? Aber nicht. Also Metall... Wie ist das? Ah, das sind Ziegen. Das sind Ziegen? Ja. Ja, super. Da werde ich nicht hier so der... Nein, wir haben sie auf jeden Fall getroffen und da hinten ist irgendwo verreckt. Okay. Dann machen wir mit. Wieder unser Holzfeuer wieder mit. Und wir haben... wieder ein bisschen was zu futtern. An Bord. Okay. Weiter geht die Reise. Wir müssen also da irgendwie hoch. Oder beziehungsweise da lang. Irgendwas schleicht hier noch rum. Das ist das Problem. Ich sag gerade so. Und da ist doch irgendwas. So muss ich da gerade verpisst. Okay. Der Adler ist gerade herzlich egal. Der tut uns ja nichts. Oh, oh. Irgendwas kommt noch da angelaufen. So, okay. Meine Hyäne oder so. Ja. Ein Rothund. Ist es. Wenn man das Rothundfeld hat, man doch gerade eben auch irgendwo zu brauchen, ne? Moment. Für was? Für den Köcher. Okay. Dann rot, oder? Ich habe gerade so allerhand Tiergeräusche hinter mir. Ein Wildschwein. Ach, das Wildschwein könnte ich auch gebrauchen. Ich glaube, für die Eingeweidetasche war das sehr gut. Dann nehmen wir mit den Steinen. Man kann sie einfach so abkratzen. Habt sie. So, wir bräuchten noch eine für den Köcher. Scheiße. Seltenen schwarzen Rothund ist das gerade hier. Ist das irgendwie ein Unterschied jetzt gerade oder ist das egal? Es ist nicht egal. Okay, es ist also nur einfach andere Rasse.
Zünde das Leuchtfeuer, um sie die Venya zu erobern. Ist egal. Das ist eine Ziege, ne? Ja, eine Ziege. Okay, ist daher ist es jetzt nicht egal. Leuchtfeuer sind große Feuerstände, die in dein Gebiet markieren, sobald du es beobachtet hast. Halte die Gegner in der Nähe aus und lass die Leuchtfeuer, um sie für den Schaden zu erobern. Rote Leuchtfeuer erschalten Schnellreiseziele frei und bieten dir sichere Ruhestände und Zugriff auf deine Belohnungslager. Okay, wir müssen also tatsächlich jetzt irgendwas. Ich hoffe, dass da jetzt keine Feinde sind. Also es sind Nakuti-Leuchtfeuer. Kann man es so zünden? Nee, ne? Plan an der Sache. So, dann machen wir das doch so. Ich versuche, dass es funktioniert. Und es funktioniert. So, wie ich das gerne hätte. Ein Akuti-Leuchtfeuer. Leuchtfeuer erobert. 1 von 16 beantwortet. Jetzt 400 Erfahrungspunkte, wenn die Bevölkerung mehr erhöht. Sehr gut. Wir haben das erste Leuchtfeuer für uns geholt und das erste Gebiet freigeschaltet. Die Schnellreise. Wenn ein Leuchtfeuer oder ein feindlicher Ostposten erobert, schaltest du ein neues Schnellreiseziel frei, mit dem du schneller durch Orus reisen kannst. Du kannst außerdem mit deinem Durst zu schnell reisen, um Hütten zur Richtung oder zu verbessern. Die Schnellreise im Überlebensmodus kostet Fleisch und verringert deine Ausdauer. Na gut, okay. Das ist eigentlich klar. Drücke das Touchpad und wähle das Kartenmenü zum Schnellreisen. Nutze L zum Markieren eines Leuchtfeuers, Außenpostens oder eines Dorfes und wähle die Schnellreise. Wunderbar. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ein Fähigkeitspunkt freigeschaltet, okay. Ja, bitte. Eine weitere Fähigkeit gelernt. So, wir sind immer noch Level 0 natürlich. Klar, ist ja wirklich noch nichts gemacht. Aber hier. Ein Belohnungslager, okay. Belohnungslager. Im Belohnungslager werden überschüssige Rohstoffe und die Gegenstände verstanden. Achte auf das Lagersymbol auf deiner Karte. Du kannst im Dorf an allen eroberten Außenposten, Leuchtfeuer oder Lagerfeuer auf dein Belohnungslager zugreifen. Gegenstände werden bei der Eroberung eines Außenpostens oder beim Anstieg der Bevölkerung automatisch hier hingebracht. Zelda, die Sammlerin, wird ebenfalls täglich neue Dinge zufügen, wenn du ihre Hütte errichtet hast, als diese seltene Gegenstände beim zweiten Upgrade. Sieh regelmäßig nach und nimm dir alle Gegenstände, die du brauchst. Das ist wunderbar. Dann haben wir das soweit auch. Fleisch, Nahrung sollten wir vielleicht mitnehmen. So, jetzt haben wir hier ein Rotblatt. Okay. Gut, haben wir eine weitere Karte. Was haben wir als nächstes? Bring den Schamanen in dein Dorf. Er wird dir beibringen, wie der beste Zimt an der Eule ruft. Dann gehen wir da hin. Das ist gut. Was haben wir hier, wenn ihr helfen müsst? Okay, dann machen wir das doch. Was haben wir hier? Wo geht's lang? Da oben lang, okay. Dann Abflug. Was haben wir hier? Ist jetzt hier, okay. Unwichtig daher. So, ich arbeite mich jetzt ein bisschen hier vor. Weil wir machen uns jetzt auf, den Schamanen zu organisieren. Ah, von mir. Du brauchst drei Stück, also bist du dumm, wenn du tot bist. Meine Fresse. So. Hab ich noch Heile? Ja. Aber ich muss mal wieder neu herstellen. Pfeile mehr?
müssen immer noch da irgendwie hoch. Okay. Schauen wir mal da hoch. Komplett hoch. Okay. Was haben wir hier? Die Handwerks gerade im Handwerksmenü. Hä? Was ist das für ein Ding? Na super. Wir kommen gar nicht. Noch kommen wir hin. Die Frage ist, ich komme hier nicht runter, ne? Kann ich mir die Beine wegsnacken? Ist das irgendwie möglich? Kann ich beide wegnehmen, okay. Gut, dann war das auch erledigt. Hallo? Sind ein bisschen zu weit gegangen. Ich wollte eigentlich mir die Jungs mal noch durchsuchen. Vielleicht haben sie wirklich was Interessantes, haben sie scheinbar nicht. Okay. Ich hatte gehofft irgendwie, dass sie mir noch ein paar Pfeile geben. Kommt er nicht hoch? Verarschen? Oder komme ich da? Ist das ernsthaft jetzt so gedacht? Oder wir müssen außen rum tatsächlich. Ja, super, was für eine Kacke. Manu Kaku. Ja, kaputt. Gut, dann haben wir sie beide jetzt weggenutzt. Also ich wüsste, bevor sie mir irgendwie was jetzt... Das war sehr gut. Wir haben doch hier irgendwas hingelegt, schon mal. Was war denn das hier? Ist irgendwo in der Tasche oder nicht? Hä? Ist das blöd? Ist hier ein Baum hier oder was? Ah, da oben! Tasche war voll mit Fleisch. Passt, perfekt. Perfekt, okay, dann haben wir das zumindest auch mitgenommen. Dann wissen wir, was sich jetzt da so verbirgt. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt weiter? Achso, das ist das Vögelchen da oben. Okay. Wie
kommen wir da jetzt weiter? Oder war ich da jetzt komplett falsch? Aber gibt es da einen offiziellen Weg? Und den hier würde ich sie gerne mit mir angucken. Warte mal, ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Das fände ich schon wieder. Ein Schaltfinger entdeckt. Okay, ein neues Dorf. Gut, aber das gucken wir uns dann im nächsten Part wieder an bei Let's Play Far Cry Primal.